Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Metroid Fusion bei Chibi Let's Play. Und wir sind hier noch in Sektor 2, wo wir gestachelte Schuhlöffel bekämpfen und vielleicht noch ein paar andere Wesen. Schauen wir uns erstmal hier um. So, gehen wir mal dahin. Okay, ein sehr langer Weg. Ist da noch was? Hier irgendwie? Das war's? Nein, das glaube ich euch nicht. Da ist bestimmt irgendwie was. Oder? Komisch. Oder vielleicht ist das ein Rückweg. Vielleicht breche ich hier irgendwann von der anderen Seite durch die Mauer. Keine Ahnung. Schauen wir uns später mal an. So, gehen wir mal hier lang. Hier ist Wasser, in dem ich mich natürlich nicht so gut bewegen kann. Und hier sind natürlich auch Fischis. Okay, dann kletter ich halt schnell wieder hoch. Schnell, 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 schnell. Okay. Aber da ist auch wieder ein Item. Zumindest laut Karte ist da ein Kreis. So. Danke. Upsa. Hat sich ja kaum gelohnt. Egal. Dann gehen wir mal hier rein. So. Wir können da eigentlich direkt weiter. Ist da was? Ein Weg? Oh, Powerbomben. Ups. Ja, die habe ich noch nicht. Noch. Okay, dann gehen wir mal weiter, ne? Achso, das waren zwei anscheinend. Okay. Ich gehe wieder weiter. Und hier ist ein Energietank. Cool. Ah. Sich nach unten verdrückt. Warum? Ist hier vielleicht noch ein Weg? Yep, ist es. Oh nein. Wieder eine Bosskammer. Ja, gut. Ah. Haha. Ich darf es nur nicht ansehen. Ich sehe, da geht's weiter. Da kann man sich durchbomben. Anscheinend. Also da, aber ich komme da nicht ran. Oh, wirklich wieder ein Boss. Naja, das Gute ist, der wird mir wahrscheinlich wieder eine neue Fähigkeit geben. Also, los. Einfach rein. Ins Gedümmel. Okay, da ist schon der Glibber. Hallo, Glibber. Hi. Okay. Ach so. Okay. Okay. Ich verstehe schon. Ich muss da reinschießen. In dieses Kondom des Grauens oder wie man es nennen mag. Ach. Nein, 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 nein. Lass mich wieder raus. Ja. Jetzt? Okay, ich interpretiere das mal als einen guten Treffer. Ja. Ja. Weil du Sprung wie. Okay, das ging total daneben. Ich habe nur den Rand getroffen. Schade. Ja, das ging jetzt ins Auge. In das Auge hinein. Noch einmal vielleicht. Ja, was ist los mit dir? Hm? Ja, es ging total daneben.
Ja. Okay. So. Gleich. Gut. Gut, 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 gut. So, geschafft. Yay. Dann mal her mit dem Glibber. Oh, High Jump und Springball einsetzbar. Zwei Fähigkeiten auf einmal. Cool. Und ja, das ist deutlich höher. Cool. Na gut, sonst käme ich ja auch gar nicht mehr zurück, hä? Alles klar. Sehr schön. Aber ich kann ja trotzdem hier nicht weiter. Und das sieht da immer noch nach einem alternativen Weg aus. Noch ein. Auf der Minimap sieht man auch, dass der Weg noch nicht ganz abgeschlossen ist zur rechten Hälfte, zur linken Hälfte. Naja, gut, dann gucken wir mal, wie wir das von der anderen Seite aus vielleicht regeln können. Aber gut, wir haben wieder Fähigkeiten zurückbekommen. So, haben auch gespeichert, sehr gut. Und du hast dich jetzt verpuppt? Okay. Ach so, da ging es ja nur mit den Powerbomben, ne? Genau. Warte mal, kann ich mich vielleicht da unten? Also nach unten bomben? Ist das vielleicht möglich? Ja. Ich traue langsam keinen einzigen Stein mehr. Aha. Okay. Aber hier ist nichts. Kein Versteck, kein gar nichts. Hier hätte man zumindest einen Missile-Container platzieren können. Aber gut, lassen wir die Wesen in ihren Kokons weiter schlummern, denke ich. Das ist besser. Achso, ja, dann geht's weiter nach links. Hier vielleicht irgendwas? Okay, jetzt. Ja, ich habe gerade wirklich die Luft angehalten. Jetzt sind wir also wieder hier. Und das SAX also auch. Ich will da eigentlich nicht hinterher, aber wir kommen sonst nicht mehr raus. Okay, wo ist es jetzt? Und die verpuppen sich immer weiter. Ach, da war das Wasser. Nee, gar nicht. Doch, war. Klar. Und jetzt kann ich hier hochspringen. Haha. Und mir diesen Missile-Container holen. Und ich sehe, unten ist noch eine Tür. Ja, das geht natürlich immer noch nicht. Da bräuchte ich eher ein gewissen Suit, mit dem ich auch unter Wasser laufen kann. Sonst komme ich hier gar nicht durch. Hm. Okay. Aber das kann man sicher merken. So, dann schauen wir uns mal diesen Raum hier an. Das ist ein großer Raum. Das ist ein sehr großer Raum. Dann weiter hoch, ne? Wir können auf den Kokons ja glücklicherweise auch stehen. Ich wusste es nicht, aber ich habe es mal ausprobieren wollen. Und du machst keine Anstalten, einfach mal wegzugehen. Ist natürlich doof für mich. Okay, das funktioniert. Wunderbar. Nicht, dann hau ich ab. Und erwische den mal eben. Okay. Ist hier was? Nein.
da, ne? Jawohl. Ha, sehr schön. Heiße ich immer wieder willkommen. Und jetzt sind wir wieder hier. Ah. Okay. Ach, das trifft sich ganz gut. Wir hatten noch mal diese komischen großen Blöcke gesehen, bei denen ich nicht drüber springen konnte. Genau, das war hier. Da, diese Blöcke. Genau. So, jetzt schaffen wir das auch. Sehr gut. So, ist hier noch was? Ein alternativer Weg? Ja, aber dafür brauche ich die Screw Attack anscheinend. Na gut, dann springen wir wieder zurück. Wohin muss ich denn dann? Ich kann ja mal den Computer fragen. Ne? Fragen wir mal Adam. So, nebenbei auch noch mal kurz ein bisschen Energie tanken. So, dankvoll, weiter geht's. Speichern brauche ich noch nicht, glaube ich. Hoffe ich mal. So, hi Adam. Samus, es gibt Grund zur Sorge. Die Sicherheitssperre zu lösen könnte falsch gewesen sein. Das SAX ist in die Luft, in die Wasserumgebung von Sektor 4, AQA, eingedrungen. Und mit ihnen mehrere tausend X. Nach der Aktivierung der blauen Schleusen konnte es unbemerkt eindringen. Lebewesen und Kontrollsysteme in Sektor 4 weisen bereits vierfache Unregelmäßigkeiten auf. Ich untersuche derzeit die Vorgänge. Sie erhalten weitere Anweisungen nach Ankunft am Navigationsterminal. Also müssen wir jetzt erstmal dahin. Sehr gut, Sie haben es verstanden. Machen Sie sich nun auf den Weg zu Sektor 4. Na gut. Aber sind hier noch so viele Sachen, die... Naja, egal. Dann komme ich später nochmal hierher. Das SAX. Ein Gegner, der über meine größten Stärken verfügt. Aber hat das irgendetwas zu bedeuten? Wahrscheinlich nicht. Es ist nichts weiter als eine Tötungsmaschine. In meinem jetzigen Zustand kann ich ihm nicht entgegentreten. Das SAX ist eine Kopie, ein seelenloses Abbild von mir. Ich muss es aufhalten, bevor es sein Potenzial erkennt und zu einer Bedrohung für das gesamte Universum wird. Okay. Ah, eine grüne Schleuse. Tja, aber erstmal runter. Okay. Yo, Adam, bin da. Ach du Wei, das ist ja groß. Dieser Sektor ist stärker beschädigt als angenommen. Ich wusste, dass die X zerstörerisch sind, doch das hier... Scheinbar verfolgen sie ein bestimmtes Ziel. Wir können nicht ausschließen, dass das SAX über eine hohe Intelligenz verfügt. Wirklich interessant, dieses X. Vor allem das SAX. Doch ich schweife ab. Dieser Sektor beherbergt einen sehr großen Lebensraum, welches die Forscher Ceres nannten. Achso, nicht Lebensraum, sondern Lebewesen namens Ceres. Es ist äußerst rasant und kann blitzschnell angreifen. Die weitreichenden starken Verwüstungen sind vermutlich Ceres zuzuschreiben. Zweifelsohne hat das SAX es befreien können, wenngleich ich mir nicht sicher bin, warum. Ceres ist wiederholt zu diesem Brutbecken zurückgekehrt. Es scheint sein natürliches Verhalten zu sein, immer wieder dorthin zurückzukehren. Wenngleich es sich hier um
ein wertvolles Exemplar handelt, so werden Sie hiermit offiziell autorisiert, es zu eliminieren. Andernfalls könnte es in weitere Sektoren eindringen. Sind die Anweisungen klar? Ja. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich weiter vordringen. Einige freiliegende Stromleitungen setzen das Wasser unter Strom. Doch können wir sie nicht vom Strom trennen. Dies hätte für die gesamte Station nur negative Konsequenzen. Wenn Sie in Kontakt mit Wasser geraten, so erleiden Sie einen schweren elektrischen Schock. Schonen Sie Ihre Energiereserven, wenn Sie vordringen. Okay. Tja. Tja, dann speichern wir jetzt mal. Und ja, 16 Minuten. Gut, dann ist der Part jetzt halt ein bisschen kürzer. Ich weiß nämlich nicht, wie schnell ich jetzt zum nächsten Speicherpunkt gelangen kann. Und ja, dann schauen wir uns im nächsten Part das Ganze mal ganz in Ruhe an. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Wenn es gefallen hat, wieder Däumchen nach oben geben, gerne auch Kommentare schreiben. Auch abonnieren wäre nicht schlecht, dann verpasst ihr auch nichts, wenn es weitergeht mit Metroid Fusion und auch anderen Let's Plays. So nebenbei bemerkt. Ja, bis dann und tschüss!